Hi zusammen, hier ist Pavel. Heute gibt es ein neues Video und heute entführe ich euch nach Combarro. Das ist ein Fischerdorf in Galizien. Absolut genial, klein, malerisch und es gibt viel zu entdecken. Bleibt dran! Auch im neuen Jahr. Dieses Video wird mal wieder unterstützt von Surfshark. Danke dafür. Surfshark ist eine VPN-Lösung, Virtual Private Network. Warum ist das für uns wichtig? Weil wir nutzen es im Prinzip jeden Tag. Wir sind ja ständig im Internet unterwegs und hinterlassen dort Spuren und sind nach außen Angriffen ausgesetzt, Richtung Daten und Sicherheit etc. Und wenn wir zum Beispiel eine VPN-Lösung wie die von Surfshark nutzen, können wir unsere IP-Adresse quasi verstecken, in ein anderes Land sozusagen umziehen und unsere Datenströme verschlüsseln. Das gibt uns die Sicherheit, plus wir kommen damit an geogeblockte Videoinhalte und Nachrichteninhalte zum Beispiel dran. Wenn ich jetzt hier in einem Land bin und eine Nachrichtensendung aus einem anderen Land anschauen möchte und es heißt, nee, geht nicht, aktiviere ich VPN, ziehe quasi in dieses entsprechende Land und dann ist diese Sendung und sind diese Inhalte für mich verfügbar. Eine Lizenz, alle Geräte. Sehr attraktiv. Und wenn das für euch interessant sein sollte, schaut bitte unten in der Videobeschreibung. Da ist ein Link und ein Code. Der Code PavelShark gibt euch dann 83% Rabatt und 3 extra Gratismonate obendrauf. Und jetzt weiter mit dem Video. Da, wo ich jetzt gerade bin, das ist Combarro, ein Fischerdorf. Hier gibt es auch einen kleinen Port mit verschiedenen Booten, mit kleinen Schiffen. Super schön, super malerisch. Und das, was ihr im Hintergrund seht, das sind kleine Speicher für Getreide. Das wurde früher so benutzt, damit Getreide nicht nass wird. Deshalb stehen sie auf Stelzen. Und was interessant ist, ich habe jetzt herausgefunden, was bedeutet Rios Baixas. In Hannover gibt es zwei Restaurants, die heißen Rios Baixas. Ja, ich wusste nicht, was das heißt. Also Rios sind Flüsse, Baixas sind niedrige Flüsse. Und dazu gibt es eine einfache Erklärung, und zwar folgendes. Diese Flüsse, die kommen ins Meer und Meerwasser kommt auch in die Flüsse. Und deshalb, wenn es Ebbe und Flut gibt, dann gehen die Flüsse entweder hoch oder runter. Und Rios Baixas bedeutet niedrige Flüsse. Und jetzt gehen wir fotografieren. Zuerst möchte ich euch die Einstellungen erklären. Ich habe jetzt Sony RX 100 Mark 7, damit werde ich heute fotografieren. Und wir haben hier natürlich einen riesen Vorteil. Wir können von 24 bis 200 mm umgerechnet auf Kleinbildformat arbeiten und wir haben Blende 2,8 bis 4,5. Heute fotografiere ich mit Blendenvorwahl Blende 8 bis 10, weil bei dem schönen Tag ist das natürlich kein Problem. Und wenn es ein bisschen dunkler wird, klar, also ISO kann natürlich höher gehen, aber so lange werden wir nicht warten. Ich werde auf jeden Fall jetzt fotografieren bei dem besten Licht. Wir haben jetzt ungefähr 15 Uhr oder ein bisschen später, ich habe auf die Uhr nicht geguckt, und die Sonne steht schon ein bisschen tief. Deshalb sieht man, das Wasser ist so richtig, richtig tiefblau, der Himmel ist blau mit Wolken, also im Prinzip absolut geniales Wetter zum Fotografieren. Schaut bitte hinter mir, also wir haben Boote, wir haben einen Port, wir haben einen Blick auf die Stadt und da ist natürlich man von Vorteil, wenn man verschiedene Brennweiten hat. Jetzt werde ich ein paar schicke Motive auswählen, diese Motive fotografieren, euch zeigen und Kanalmitglieder können natürlich alle diese Motive nacharbeiten, weil für Kanalmitglieder werde ich die Rohdaten zur Verfügung stellen. Zuerst laufen wir hier ein bisschen rum, das ist wirklich super genial. Also diese alten Speicher, die früher für Getreide benutzt wurden, die wurden in Restaurants umgebaut und das sieht wirklich absolut genial aus. Also ich bin schwer beeindruckt, ich bin absolut begeistert, weil das ist wirklich genial. Also sowas habe ich noch nicht gesehen und ich finde es gut, dass die Leute das zunutze machen, dass sie sagen, okay, statt das Ganze jetzt verfaulen zu lassen, machen wir lieber Restaurants und man kann hier was essen, was trinken, wirklich absolut genial. Wer in Galizien unterwegs ist, kann hier einen Abstecher machen in dieses Dorf und es lohnt sich auf jeden Fall. Gut gegessen haben wir woanders, aber hier, ja, das sieht richtig gut aus. Früher habe ich gedacht, das sind irgendwelche Grabstätten, aber nein, das waren Speicher und jetzt, wie gesagt, Restaurants.
In einem Souvenirshop hat uns die freundliche Verkäuferin erlaubt, nach oben zu gehen und von oben einen Blick auf das See zu werfen oder auf den Fluss. Ich werde von hier trotzdem jetzt ein schönes Bild machen. Ich werde jetzt den Kreuz in den Vordergrund setzen und werde mit ziemlich langer Brennweite fotografieren. Ich setze jetzt die Blende auf offen, auf 4,5 und bekomme jetzt so eine schöne Ansicht. Also im Vordergrund ist der Kreuz und im Hintergrund ist die Stadt oder das Dörfchen. Also sieht auf jeden Fall gut aus. Und Möwe ist auch noch da. Die Möwe mitnehme und ein Häuschen im Hintergrund. Hier im Shop gibt es übrigens verschiedene Hexen. Ja? Also ich habe jetzt hier eine IT-Hexe gefunden. Also falls jemand für Oma ein Geschenk sucht, kann hier fündig werden. Also Hexenshop. Ich habe jetzt eine Stelle entdeckt, die finde ich super schön. Also ihr seht vielleicht im Hintergrund, das sind Fischernetze. Hier gab es auch eine Katze. Die hat sich nicht fotografieren lassen, so wie die Katzen sind hier. Aber der Blick in Richtung Wasser ist genial, weil wir haben hier eine Laterne. Weiter im Hintergrund ist ein Schiff. Es gibt ein paar Möwen auf dem Wasser. Also man kann auf jeden Fall in die Richtung sehr schön fotografieren. Sonne ist jetzt ein bisschen runter, ist noch nicht ganz, aber das ist mir sogar lieber, weil das Ganze ist jetzt ein bisschen romantischer und das Licht ist einfach schöner. Ich mache jetzt ein Foto so, dass ich tatsächlich die Laterne im Drittel habe. So bekomme ich schönen Himmel, so bekomme ich die Fischernetze. Das ist auch Bezug zu dem Ort, wo ich gerade bin und es sieht wirklich gut aus. Schaut mal, wenn ich sowas sehe, dann muss ich natürlich dem Motiv folgen. Rechts und links Häuser und im Vordergrund Wasser, Boot und die Möwen. Und im Hintergrund natürlich die Berge. Das können wir natürlich auch mitnehmen. Ah, sieht das genial aus. Und schaut mal, dieses Häuschen, ja, das ist wirklich super schön. Gut, eine Frau telefoniert gerade oben, aber das macht nichts. Diese Häuschen, also alles in Kombination, absolut genial. Ich glaube, ich entscheide mich jetzt für dieses Motiv, wo ich dieses Häuschen mitnehme, die Möwen und das Boot auch. Wie fotografiere ich in diesem Fall? Also ich werde das Boot jetzt zwischen diesen zwei Häusern positionieren und so in Szene setzen, dass das wirklich optimal aussieht. Hier bin ich noch bei 24 mm Brennweite. Ja? Und ey, genial, genial, genial. Ich bin absolut sprachlos und begeistert. Ich kann natürlich auch im Querformat was machen. Ja. Das sieht auch super aus und ich arbeite jetzt mit Blende 8. Das ist verständlich, weil ich muss jetzt hier zusehen, dass die Schärfe durchgehend ist. Gut, die Möwen sind immer so scheu, aber das macht nichts. Ey, super, super genial. Bin absolut begeistert. Ja, also die Fotos habt ihr jetzt eingeblendet gesehen. Jetzt gehe ich ein bisschen weiter nach vorne und versuche das Ganze jetzt so zu fotografieren, dass ich die Möwen auf dem Boot sehe. Und im Hintergrund die Berge. Und das Ganze kann ich wahrscheinlich jetzt auch im Querformat machen. Ich positioniere jetzt das Boot im linken Drittel. So ungefähr, ein bisschen höher, sodass das Boot eine Freistellung hat vom Wasser. Und so sieht das jetzt aus. Und jetzt noch ein bisschen näher mit der Spiegelung. Und anderer Vogel bestätigt das Ganze gerade. Und ja, so sieht das aus. Also die Fotos, ich bin absolut beeindruckt. Schaut mal. Katzen gehen immer. Ja? Also weiße Katze lässt sich sogar anfassen, will nach Hause, aber kann ich leider nicht aufmachen, ich habe keine Schlüssel. Das nenne ich jetzt mal doppeltes Glück. Also dieses Häuschen, also dieser Speicher, was ich schon gezeigt habe, die Möwe sitzt da und wir haben gleich zwei Kreuze. Absolut genial, das ist sehr schön. Ich werde jetzt nur oberen Teil von den Häuschen nehmen, also das ganze Haus natürlich auch. Ich kann jetzt verschiedene Versionen machen. Ich mache jetzt erstmal das ganze Haus, so für Oma, weil gut, also gestaltungstechnisch ist das ein bisschen überladen. Aber wenn ich nur Giebel nehme, zwei Kreuze und die Möwe, dann sieht das richtig gut aus. Boah, genial. Ne, echt, das ist für mich so eine Überraschung, dieses Dörfchen. Das haben uns in Restaurants ein paar Leute gesagt, also fahrt mal hin, von Pontevedra ungefähr 7 Kilometer und das hat sich absolut gelohnt. Richtig, richtig genial, ich bin begeistert. Dieser Punkt, wo ich gerade bin, das ist, sagen wir, die Must-Have
Hotspot. Ja? Sieht absolut genial aus, also das ist unbeschreiblich. Erinnert mich ein bisschen an Mykonos. Wir waren einmal auf einer Kreuzfahrt mit MS Europa 2 und da waren wir auf Mykonos und wir haben eine spektakuläre Aufnahme gemacht von Mykonos mit dem Kreuzfahrtschiff. Gut, Dimensionen sind jetzt natürlich ein bisschen anders als hier, also hier ist alles ein bisschen kleiner, Gott sei Dank, also ein bisschen beschaulicher, aber trotzdem, ich werde jetzt diese Aufnahme machen. Ich fotografiere jetzt auf jeden Fall mit Blende, na, wir können mal 7,1 nehmen und ich fotografiere jetzt so, dass ich das Ganze komplett drin habe. So, ich gehe jetzt auch ein bisschen runter, also hier ist schon Wasser, nicht ganz so befestigt mit Stein, aber das macht nichts. So, richtig von unten. Sehr schön. Und jetzt ein bisschen ranzoomen. Also ich habe jetzt fotografiert mit ungefähr, ja, sagen wir mal 35 mm Brennweite. Aber hier gibt es natürlich auch verschiedene Optionen, was wir machen können. Ein bisschen näher ranzoomen, schadet auch nicht. Sieht sehr gut aus. Und diese alten Speicher, die sind auf dem Dach mit Moos bewachsen. Und warum bin ich früher nicht auf die Idee gekommen, hierher zu fahren? Noch ein paar Aufnahmen, also jetzt nur die Häuser. Also die vier Häuschen, also drei graue und ein rotes Haus, inklusive Spiegelungen im Wasser. Sehr schön, ein paar Mal im Hochformat, ein paar Mal im Querformat, vielleicht mit kürzerer Brennweite. Jetzt ungefähr 65 mm, umgerechnet auf Kleinbild. Wunderschön. Wirklich ein Tipp für alle, die im Norden von Spanien unterwegs sind. Das, was ich bis jetzt hier gesehen habe, es ist wirklich, also kleines Dörfchen, aber Motive ohne Ende. Also man kann hier die Speicherkarte komplett voll machen, ohne schlechtes Gewissen. Es funktioniert. Ja, das war's für heute. Jetzt habe ich hier viel gesehen, viel fotografiert. Es hat mir sehr gefallen. Absolute Überraschung und falls ihr da seid, schau bitte rein. Die Koordinaten habe ich eingeblendet. Es lohnt sich zu jeder Jahreszeit. Also es ist jetzt Mitte Dezember, es ist nicht kalt. Ich laufe nur mit einer kleinen Jacke rum. Es ist absolut genial. Ja? Schönes Licht, schönes Wasser. Man hat den Eindruck, man ist irgendwo am Bodensee. Ist es aber nicht, weil es sind Reas Baixas. Ja, und diese Speicher, die ganze Architektur, das, was aus dem Dorf gemacht wurde, das ist absolut beeindruckend. Gut, natürlich ein bisschen Kommerz, aber es gehört dazu. Wenn euch das Video gefallen hat, ich hoffe das, dann hinterlasst bitte einen Like. Das ist so. Abonniert unseren Kanal, werdet Kanalmitglied, weil für Kanalmitglieder gibt es extra Videos. Es gibt Live-Views, es gibt Bildbesprechungen, es gibt Rabatte für Platinum-Kanalmitglieder und Kanalmitglieder bekommen Rohdaten zum Nachbearbeiten fast zu allen Videos, die wir produzieren, wie zum Beispiel zu diesem Video. Die Videos, die ich heute gemacht habe, habe ich gedreht mit iPhone 14 Pro Max, stabilisiert auf dem Gimbal Osmo 6 von DJI und fotografiert habe ich mit Sony RX 100 Mark 7. Also ihr seht, es geht auch, wenn man klein unterwegs ist, mit kleinem Gewicht, funktioniert alles und es macht Riesenspaß. Okay, also wenn ihr noch mehr lernen wollt, dann schaut bei uns im Shop vorbei. Wir haben verschiedene Produkte zu Themen Fotografie, Bildbearbeitung mit Photoshop, mit Lightroom. Wir haben Presets, Aktionen, wir haben Videotrainings, wir haben Workshops, Bücher und alles, was Fotografen Spaß macht. Also, dann bis zum nächsten Mal. Seid brav, verreist fleißig, macht schöne Fotos, bearbeitet diese Fotos schön und vergesst nicht, Oma zu grüßen. Ciao.